Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Vertreter der jüdischen Gemeinde. Unter normalen Bedingungen hätten wir uns heute am Platz der Synagoge versammelt, um gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Pforzheim den schrecklichen Ereignissen der Reichspogromnacht zu gedenken. Das ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der sprunghaft steigenden 7-Tage-Inzidenzzahlen nicht möglich. Dennoch, so ein wichtiger Gedenktag, ein Symbol des menschenverachtenden Vorgehens im Dritten Reich, darf nicht unbemerkt an uns vorüberziehen. In Abstimmung mit der jüdischen Gemeinde haben wir entschieden, das Gedenken in den digitalen Raum zu verlegen. Daher spreche ich heute per Videobotschaft zu Ihnen, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer. Vor nunmehr 82 Jahren ereignete sich reichsweit in der Nacht vom 9. auf den 10. November ein angeordnetes Pogrom, bei dem die Synagogen brannten und jüdische Menschen misshandelt und ermordet wurden. Manche starben noch Tage und Wochen später an ihren schweren Verletzungen. Viele wurden in den Suizid getrieben. Über 30.000 Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt. Gotteshäuser, Friedhöfe und Gemeindeeinrichtungen wurden zerstört. Ebenso tausende Geschäfte und Wohnungen. Auch hier in Pforzheim wurden Menschen gequält und verletzt, verhaftet und beraubt, jüdische Stätten entehrt und geschändet, unendliches Leid zugefügt. Die Synagoge an der Zerrener Straße, 1892 im maurischen Stil erbaut, wurde in den Morgenstunden des 10. November verwüstet. Der Davidstern auf der Dachkuppel der Synagoge wurde angesägt und abgeknickt. Die Innenausstattung wurde demoliert, Tora-Rollen und Bücher auf den Boden oder in den Mühlkanal geworfen. Sogar eine Sprengladung wurde gezündet. Geschändet wurde auch der jüdische Friedhof. Zahlreiche jüdische Geschäfte und Wohnungen von jüdischen Familien wurden zerstört. Viele Pforzheimer Juden wurden von SA und SS-Trupps terrorisiert und misshandelt. Mehr als 30 jüdische Männer wurden von der Gestapo verhaftet. Die meisten von ihnen blieben für mehrere Wochen im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Was sich überall in Deutschland in der Pogromnacht ergab, war eine systematische, organisierte und menschenverachtende Denunzierung, Diskriminierung und Entrechtung unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ein Verlust von Menschlichkeit und Zivilisation ging einher. Ein Fanal der Menschenverachtung und Gewalt, ein Fanal der Shoah, dem industriell betriebenen nationalsozialistischen Massenmord an 6 Millionen Juden. Wir erinnern heute an diese Verbrechen an den jüdischen Pforzheimerinnen und Pforzheimern. Wir gedenken der Opfer der Reichspogromnacht in unserer Stadt wie in ganz Deutschland. Untrennbar mit unseren Gedanken verbunden ist unser gemeinsamer Auftrag, die Schicksale, die Biografien unserer jüdischen Nachbarn, ihre Namen und ihre Identität dürfen nicht vergessen werden. Die Erinnerung zu bewahren ist unsere Verantwortung. Nur wenn wir das tun, können wir folgern: nie wieder. Dieses nie wieder mahnt uns, unser höchstes Gut stets zu bewahren und zu verteidigen. Die unantastbare Würde des Menschen aus Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Sie wurde der Entrechtung und Diskriminierung entgegengesetzt und sie gilt als Auftrag und Bekenntnis für heute und in Zukunft. Deshalb sollten wir bei unserem Gedenken auch nicht das gesellschaftliche Klima und die sozialen Strukturen ausblenden, welchen die nationalsozialistischen Verbrechen mit ermöglicht, begünstigt und befördert haben. Auch das gehört zur deutschen Geschichte und hält uns heute den Spiegel vor. Nicht alle Pforzheimerinnen und Pforzheimer
waren überzeugte Nationalsozialisten. Aber auch nicht alle waren verfolgt und leisteten Widerstand. Spätestens an der Reichspogromnacht 1938 konnte jeder in Deutschland vor seiner eigenen Haustür sehen und erfahren, dass Antisemitismus bis hin zum Mord offiziell gewollt und in die Tat umgesetzt wurde. Wieso haben nur so wenige etwas dagegen getan? Warum haben nicht mehr Pforzheimerinnen und Pforzheimer Nein gesagt? Gerade die, die nicht völlig fanatisiert und ideologisch verblendet, voller Hass auf die jüdischen Nachbarn geblickt haben, sondern die, die erschrocken, irritiert, ja abgestoßen waren von den antisemitischen Übergriffen, aber die trotzdem in der Partei blieben, trotzdem von den sogenannten Arisierungen des enteigneten jüdischen Eigentums profitierten, indem sie mit ihrer Firma einen jüdischen Konkurrenten unter Wert aufkauften oder sich privat zu einem Spottpreis Möbel enteigneter jüdischer Nachbarn sicherten. Schwiegen sie aus Ehrgeiz, aus Habgier, aus Opportunismus, aus Angst vor vermeintlichen Nachteilen und Konsequenzen, aus Schwäche angesichts als drückend empfundener Lebensbedingungen oder aus Überforderung und Ratlosigkeit? Oder schwiegen sie, weil sie zustimmten und profitierten? Tatsache ist, sie schwiegen. Und wer von uns weiß, wer nach dem 10. November 1938 den jüdischen Nachbarn geholfen hatte? So wie der Pforzheimer Arzt Wilhelm Bopp es tat, als er in der Pogromnacht der jüdischen Familie David half und den schwer verletzten Familienvater ärztlich versorgte. Aber wie viele, zu viele andere Pforzheimerinnen und Pforzheimer taten es eben nicht. Deshalb muss die Mahnung an uns heute immer sein, bleibt wachsam. Antisemitische Hetze findet auch heute Menschen, die sie teilen und verbreiten, in Worten und Taten. Rassistische, antisemitische, radikal oder religiös motivierte Morde und Gewalttaten sind eine erschreckende Realität in unserer Gegenwart. Propaganda und Lügen, Populismus und Verschwörungstheorien finden auch heute Menschen, die gerne daran glauben und dem folgen, was ihnen vorgedacht und vorgesagt wird. All das gibt es also noch immer. Auch deshalb ist es so wichtig, dass die Geschehnisse mahnend im Bewusstsein bleiben. Im Unterricht und in der Archivpädagogik am Beispiel der eigenen Stadt besprochen und erforscht werden. Zum heutigen Gedenktag präsentieren uns daher Schülerinnen und Schüler des Hilda-Gymnasiums Biografien jüdischer Pforzheimerinnen und Pforzheimer. Julia Wienicke und Elias Minerop vom Reuchlin-Gymnasium lesen Briefe von Philipp Löbel und Ruth Ballin, die beide in den 1930er Jahren das Reuchlin-Gymnasium besuchten. Ich danke beiden wie allen Beteiligten für ihre engagierte Mitwirkung an dem diesjährigen Gedenken. Ich bin dankbar, dass auch Schülerinnen und Schüler die Geschichte des Nationalsozialismus in Pforzheim erforschen und dass sie engagierte Lehrkräfte haben, die sie darin begleiten. Sie halten damit die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wach, geben ihnen ein Gesicht und erzählen ihre Geschichte. Was sie uns zu sagen haben, bestärkt uns in unserer Wachsamkeit. Das Erinnern daran, was geschehen ist, die Überzeugung, dass es nie wieder geschehen darf, sind noch nicht die Garantie dafür, dass es nie wieder geschehen kann. Wenn wir wirklich sicher gehen wollen, müssen wir nicht nur überzeugt sein, nein, wir müssen auch für unsere Überzeugungen eintreten. Wir müssen uns jeden Tag erneut dafür entscheiden, Ja zu unserem Grundgesetz, zu Menschenrechten, zu Menschlichkeit und zu Solidarität zu sagen und danach zu handeln, in unserem Alltag gegenüber unseren Mitmenschen. Gewiss, es gehört Engagement und manchmal auch Zivilcourage dazu.
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu leben, die Vielfalt der Meinungen und Lebensentwürfe zu respektieren und zu integrieren, ohne als Gesellschaft auseinanderzufallen. Diese gesellschaftspolitische Aufgabe kostet Kraft, besonders in Krisenzeiten. Aber wie viel schwieriger wäre es, wie viel mehr Kraft würde es kosten, einmal Zerstörtes, einmal verloren gegangenes wieder aufzubauen? Der Blick 82 Jahre zurück im Wissen um die Shoah vermag uns die Vorstellung, eine Antwort zu geben. Bleiben wir wachsam. Shalom, Shaverim, Shalom, Shaverim. Lili wurde am 1. Mai 1925 in Pforzheim geboren und wohnte mit ihrer Familie in der Güterstraße 5. Sie besuchte zuerst die Osterfeldschule, ab April 1935 die Hilderschule und wurde im Dezember 1938 gezwungen, die Schule zu verlassen. Anschließend wurde sie in einer provisorisch eingerichteten Schule der jüdischen Gemeinde unterrichtet. 1940 wurde sie zusammen mit ihrer Mutter Martha in das Lager Gürs deportiert. Martha wurde 1942 weiter nach Auschwitz verschleppt. Lillys Vater Philipp wurde 1939 in die Niederlande ausgewiesen und 1944 ebenso nach Auschwitz deportiert. Ihr Bruder Edgar, der zuvor nach Berlin gezogen war, wurde von dort im Juni 1943 nach Auschwitz verschleppt. Lillys Familie kehrte nicht aus dem Konzentrationslager zurück. Shalom, Shaveri. 1941 konnte sie aus dem Lager Gürs nach Chambon-sur-Lignon gelangen, wo sie mit Hilfe von Juliette Usage und anderen mutigen Helferinnen versteckt werden konnte. Sie erhielt dort neue, unverdächtige Papiere. Im Dezember 1944 konnte sie der erneuten Verhaftung knapp entgehen. Im Mai 1946 verließ Lilly zusammen mit ihren Großeltern Frankreich, um sich in England eine neue Existenz aufzubauen. Es fiel ihr sehr schwer, dort Fuß zu fassen, und so emigrierte sie im Juli 1947 weiter nach New York. Lilly gründete eine Familie und lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 2007 in den USA. Über ihre letzte Begegnung mit ihrer Mutter schrieb Lilly später in einem Brief: In der Hoffnung, mich am Leben zu erhalten, mit bitteren Tränen gesiegelt, unterschrieb meine Mutter die Papiere für meine Abfahrt zum Kinderheim. Shalom, Shaveri, Shalom, Shaveri, Shalom, Shaveri. Ellen wurde am 8. Juni 1921 in Pforzheim geboren und war Schülerin der Hilderschule. Sie verließ diese 1934 aufgrund des seelischen Drucks durch die Anfeindungen von Mitschülerinnen. Danach besuchte sie eine Schule in der Schweiz. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November wurde Ellens Vater Nathan, ein bekannter Pforzheimer Arzt, brutal zusammengeschlagen und verlor das Bewusstsein. Er wurde am kommenden Morgen nach Dachau verschleppt und mehrfach misshandelt. Dort wurde er gezwungen, sich zum Verkauf seiner beiden Häuser bereit zu erklären und innerhalb von 2 Monaten mit seiner Familie Deutschland zu verlassen. Über seine Deportation nach Dachau berichtete Ellens Vater später: Soll ich noch beschreiben, dass wir in Güterwagen hereingedrängt wurden und die SS rief: Zündet jetzt die Wagen an. Alle beteten wir das Sterbegebet. Die Familie Roos flüchtete im Februar 1939. Über Frankreich wollten sie in die USA gelangen. Durch Ausbruch des Krieges wurde Nathan 1939 für 3 Monate als sogenannter feindlicher Ausländer inhaftiert. Ellen besuchte in dieser Zeit eine Schule in Paris. 1940 gelang der Familie die Flucht in die USA. Ellen lebte dort gemeinsam mit ihren Eltern, ihrem Ehemann und ihren 3 Töchtern. Die Schwestern Lise und Margarete Peretz waren beide Schülerinnen der Hilderschule. Sie lebten mit den Eltern David und Recha und Schwester Eleonore in der Güterstraße 8. Margarete zog in den 1930er Jahren mit ihrem Ehemann nach Berlin. Lise konnte 1939 mit ihrer Schwester Eleonore nach Großbritannien fliehen. David und Recha wurden 1940 zuerst nach Gürs, 1942 weiter nach Auschwitz verschleppt. Margarete wurde 1943 ebenso nach Auschwitz deportiert.
Lise hatte zunächst noch Briefkontakt zu ihren Eltern im Lager Gürs. Nach Kriegsende wurde es jedoch zur traurigen Gewissheit, dass ihre Eltern und ihre Schwester Margarete nicht zurückkehren würden. Lise lernte ihren späteren Ehemann Richard kennen, der als österreichischer Flüchtling bereits seine Frau und eine Tochter durch den Holocaust verloren hatte. Sie begannen gemeinsam ein neues Leben und gründeten eine Familie. Lise lebte bis zu ihrem Tod mit ihrem Mann Richard und Sohn Rolf in Derby. Edith wurde am 15. Dezember 1919 in Pforzheim geboren. Gemeinsam mit ihren Eltern Salomon und Sophie sowie ihrem Bruder Leopold Wolf wohnte sie in der Zerrennerstraße 6. Die Familie betrieb dort ein Geschäft für Tabakwaren. Nach dem sogenannten Judenboykott 1933 musste die Familie Rosenblüt mehrfach den Wohnort wechseln. Edith besuchte die Hilderschule und musste diese 1934 verlassen. Bis zum generellen Arbeitsverbot für Nicht-Arier absolvierte sie eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte. In der Pogromnacht im November 1938 wurde Ediths Vater von einem SA-Trupp in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen. Wie ein Augenzeuge berichtete, wurde auch ihre Mutter mehrmals mit einem Knüppel geschlagen, bis ihr das Blut über das Gesicht lief und ihre Kopfhaut aufgesprungen war, nur weil sie dazwischen ging, um ihren Mann zu schützen. 1940 wurden Edith und ihre Eltern in das Lager Gürs deportiert. Während Edith und ihr späterer Ehemann aus Gürs fliehen konnten, wurden ihre Eltern im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Nach ihrer Flucht war sie in der französischen Resistance als Widerstandskämpferin tätig. 1943 ging sie als Fremdarbeiterin getarnt nach Wien und wurde im Juni 1944 verhaftet. Nach Verhören durch die Gestapo wurde sie erst nach Auschwitz und von dort nach Ravensbrück deportiert. Durch die Hilfe mehrerer Mithäftlinge, sie wurde im Lager versteckt, konnte Edith dem über sie verhängten Todesurteil entgehen und gelangte im Rahmen der Aktion Bernadotte nach Schweden. Sie lebte nach Kriegsende in Wien und starb dort im Jahr 1974 im Alter von 54 Jahren. Lieselotte wurde am 5. Dezember 1913 in Pforzheim geboren und legte 1932 das Abitur an der Hilderschule ab. Ihre Eltern Hugo und Bertha betrieben ein Wäschegeschäft in der Ebersteinstraße 6. Der ältere Bruder Kurt war in Pforzheim als Sozialist aktiv und beteiligte sich unter anderem an der antifaschistischen Demonstration im Juni 1932 mit der Parole: „Wenn wir zusammenstehen, muss Hitler Papen stempeln gehen." Er verließ im April 1936 Pforzheim und flüchtete über Dänemark nach Palästina. Der jüngere Bruder Helmut wurde 1940 zuerst nach Gürs, 1942 nach Auschwitz und schließlich im Februar 1945 nach Buchenwald deportiert, wo er am 18. Februar den Tod fand. Der Vater Hugo überlebte den 23. Februar 1945 nicht. Ihre nichtjüdische Mutter Bertha starb 1969 in einem Altersheim in Göppingen. Lieselotte wurde 1940 nach Gürs und am 10. August 1942 nach Auschwitz verschleppt. Sie kehrte nicht aus dem Konzentrationslager zurück. Trude wurde am 18. Mai 1920 in Emmendingen geboren und besuchte die Hilderschule, an der ihr Vater Hermann Religionslehrer war. Im Jahr 1935 verließ sie Pforzheim und ging nach Antwerpen zu ihrer Verwandtschaft, um dort ein weiteres Jahr eine Schule zu besuchen. Im Jahr 1936 kehrte sie aus Belgien zurück nach Berlin, um sich in einem jüdischen Kindersäuglingsheim zur Pflegerin ausbilden zu lassen. Nachdem ihr Vater im Zuge der Pogromnacht 1938 nach Dachau deportiert worden war, kehrte Trude nach Pforzheim zurück, um mit ihrer Mutter die Flucht vorzubereiten. Ihre Eltern Hermann und Selma flüchteten im April 1939 nach Palästina. Trude ging zurück nach Belgien, da sie dort sofort eine Arbeitserlaubnis bekam. Aufgrund des Kriegsausbruches 1939 hatte Trude 7 Jahre kaum noch Kontakt zu ihren Eltern. Sie flüchtete nach der deutschen Invasion nach Frankreich, wo sie zunächst als feindliche Ausländerin interniert und später nach Gürs deportiert wurde.
Sie konnte aus dem Lager befreit werden und lebte versteckt in Südfrankreich. Nach Kriegsende arbeitete Trude als Sozialfürsorgerin und kümmerte sich um jüdische Waisen, die ihre Eltern durch den Holocaust verloren hatten. Im August 1945 emigrierte sie nach Palästina. Sie heiratete 1947 Philipp Löbe und gründete eine Familie. Ich werde nun einen Brief von Herrn Pinchas Löbel an Herrn Dr. Katz vorlesen, in welchem dieser von seinem Alltag und seinen Erfahrungen als deutscher Jude vor und nach der Machtübernahme berichtet. Sehr geehrter Herr Dr. Katz, vielen Dank für Ihren Brief vom 10.07.89, den ich nach einiger Überlegung gerne beantworten will. Ich bin im Jahre 1919 in Pforzheim geboren und war Schüler des Reuchlin-Gymnasiums vom Jahre 1930 bis zur Obertertia. Mein Vater war einige Wochen in Schutzhaft und meine Eltern beschlossen, im Spätsommer 1935 Deutschland zu verlassen und nach Palästina auszuwandern, da sie, glücklicherweise, genügend Weitblick hatten, um die schreckliche Entwicklung vorauszusehen. Ich selbst war über diese Entscheidung damals eher unglücklich. Ich liebte das Land, den Schwarzwald, hatte jüdische und nichtjüdische Freunde und verschaffte mir manchmal auch Respekt mit meinen Fäusten, auf anfänglich nur kleine Sticheleien, und war relativ akzeptiert und respektiert. Ich war der einzige Jude in dieser Klasse. Meine Schwester Gerda lernte in einer Klasse unter mir. Hanna Stern besuchte die Parallelklasse. Wir sind heute noch gut bekannt und befreundet. Das sind allerdings die einzigen jüdischen Mitschüler, an die ich mich erinnern kann. Ich entsinne mich noch gut an die Zeit, die der Machtübernahme vorausging, an die politischen Diskussionen in der Klasse, die in Sozis, Zentrum Deutschnationale, und Nazis gespalten war. Direktor war damals Herr Hennetal, ein jovialer, gutmütiger Herr, der nach dem Wahlausgang im Januar 1933 sofort von SS-Sturmführer Mildenberger abgelöst wurde, welcher gleich in schwarzer Uniform und Schaftstiefeln zu amtieren begann. Die Beziehungen mit meinen Lehrern waren zur damaligen Zeit, 1933 bis 1934, ziemlich korrekt. Ich war ein guter Schüler und daher geachtet. Das ging so weit, dass meine Schwester und ich zum Abschluss der Untertertia Schulpreise bekamen. Der Preis für Vorzugsschüler war natürlich Hitlers Mein Kampf. Uns, als Juden, konnte man das doch nicht geben. So bekamen wir Hindenburgs als Mensch, Feldherr und Staatsmann und einen Fotoapparat. Anfänglich durfte ich auch noch beim Turnunterricht die Klasse antreten lassen und bei der Sonnenwendfeier die Fahne tragen. Da ich von zu Hause aus eine streng religiöse Erziehung erhielt, durfte ich am Samstag nicht schreiben, nahm jedoch am Unterricht teil und malte in der griechischen Stunde die Buchstaben mit dem Finger in die Luft, um zu beweisen, dass ich sie schreiben konnte. Auch das wurde ohne weiteres akzeptiert. Es wurde jedoch langsam schlimmer. Der Arierparagraph wurde eingeführt, die Mitschüler wurden plötzlich alle Nationalsozialisten. Ich verließ das Gymnasium und besuchte bis zu unserer Auswanderung die damals daneben liegende Handelsschule. Was für eine seelische Belastung, dieses plötzliche Ausgestoßenwerden, dieser Abbruch von langjährigen Freundschaften für einen jungen Menschen im Entwicklungsalter bedeutet, ist nur sehr schwer zu beschreiben. Ich war einfach unglücklich und deprimiert. Ich nehme an, dass diese Entwicklung meinen ganzen späteren Charakter geformt hat. Vor unserer Abreise wanderte ich oft auf den Pforzheim umliegenden Hügeln herum und nahm schweren Herzens Abschied von meiner damaligen Heimat und meinem Zuhause. Wir, meine Eltern, meine Schwester und ein jüngerer Bruder, kamen mittellos in Palästina an. Es war ein unvorstellbar schwerer Übergang. Aus dem schönen, kühlen Schwarzwald in das damals noch völlig unterentwickelte Land mit tropischem Klima. Die Verbindung mit meiner Geburtsstadt Pforzheim riss eigentlich nie richtig ab. Ich habe auf diesen Brief hauptsächlich geantwortet, weil ich glaube, dass nach dem Verbrechen der Vernichtung das Verbrechen der Verheimlichung stattfand. Jahrzehntelang wurden die grausamen Tatsachen der Nachfolgeschülergeneration vorenthalten. Das kam erst richtig zum Bewusstsein,
als wir anfangs 1970 mit 20-jährigen jungen Deutschen, Kindern meiner Münchner Freunde, in Dachau waren. Sie wussten von gar nichts, waren außer sich vor Entsetzen. Deshalb, sehr geehrter Herr Dr. Katz, schätze ich Ihre Initiative umso mehr. Auf Ihre Anfrage zu meiner Einstellung zum heutigen Deutschland und seinen Menschen möchte ich Folgendes antworten. Ich sehe in der Bundesrepublik eine echte Demokratie. Ich glaube nicht an die Kollektivschuld eines Volkes. Was ich den damaligen Deutschen anlasste, die nicht physisch an der Shoah teilnahmen, ist das Mitläufertum. Der absolute Befehlsgehorsam, die Hörigkeit der Obrigkeit gegenüber und das von nichts wissen wollen. Wir haben schon seit Jahren wieder gute und treue Freunde unter den Deutschen, Ausgewählte unter der älteren Generation, viele unter den Jüngeren. Nach dem letzten Besuch in Emmendingen, wo wir so viele offene und ehrliche Gespräche führten, frage ich mich immer wieder, wie konnte in einem Lande mit so weltoffenen und liebenswerten Menschen geschehen, was vor 40, 50 Jahren geschehen ist? Darauf gibt es keine Antwort. Und doch erscheinen wieder am Horizont Warnzeichen. Republikaner, Ausländerhass und schwelender Antisemitismus. Das ist die traurige Wahrheit. Und nun zum Abschluss. Ich habe das alles fast zwangsweise niedergeschrieben. Auf Ihren Brief hin war es mir ein inneres Bedürfnis. Heute bin ich Bürger des Staates Israel, einem Staate, der aus zionistischen Idealisten, vielen Heimatvertriebenen und überlebenden Menschen besteht, der heute noch, nach 40 Jahren, um seine Existenz kämpft. Ich bin Angehöriger einer Volks- und Glaubensgemeinschaft, der es in langjähriger und schwerer Arbeit gelungen ist, aus einer Wüste ein blühendes Land aufzubauen und seine jüdische Bevölkerung von 350.000 Menschen im Jahre 1935 auf heute knapp 4 Millionen zu verzehnfachen. Und das trotz jahrelangen Vernichtungsplänen seiner Nachbarn. Wenn ich heute noch einen Wunsch habe, so ist es der, noch den Frieden mit unseren Nachbarn zu erleben, für uns und für die ganze Welt. Und trotz all dem, in stillen Stunden überkommt mich immer wieder die Sehnsucht nach dem Schwarzwald, seinen Bergen, Tälern und Flüssen, nach der deutschen Muttersprache, in der ich, wie Sie sehen, nach 54-jähriger Abwesenheit immer noch zu Hause bin, nach dem Klima, der Pünktlichkeit und Ordnung, dem ganzen Lebensstil. Ein Land, in das ich heute noch gut hineinpassen würde, zu dem ich aber nicht mehr gehöre. Ich hoffe, ich habe Ihnen auf vieles geantwortet und würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören oder Sie persönlich kennenzulernen. Herzlichst, Philipp Pinchas Löbel. Ich werde nun einen Brief von Ruth Ballin an Herrn Dr. Katz vorlesen, der am 20. August 1989 verfasst wurde. Ruth Ballin spricht über ihre Erfahrungen als jüdische Schülerin in Pforzheim. Buenos Aires, den 20. August 1989. Sehr geehrter Herr Dr. Katz, haben Sie vielen Dank für Ihren so liebenswerten Brief, der voller Anteilnahme ist und mit welchem ich mich sehr gefreut habe. Leider war ich längere Zeit sehr krank und kann jetzt noch nicht gut schreiben, weswegen ich den Brief und die Erlebnisse nicht so ausführlich erklären kann, wie ich gerne möchte. Ich erinnere mich noch sehr genau an jede Einzelheit, die damals passierte. Schade, ich war vom 28. April 1989 bis zum 8. Mai 1989 in Pforzheim, um meine über alles geliebte Heimatstadt und zwei Schulfreundinnen vom Gymnasium zu besuchen, mit welchen ich die ganzen Jahre gleich nach dem Krieg in Kontakt war. Der Grund meines Verlassens des Gymnasiums war, dass ich mich weigerte, das Horst-Wessel-Lied mitzusingen, wo eine Strophe lautet, wenn's Judenblut vom Messer spritzt. Herr Direktor Mildenberger ließ mich hinterher in das Direktionszimmer rufen und sagte mir, dass ich dieses Lied mitsingen müsste, woraufhin ich mich strikt geweigert habe. Herr Direktor Mildenberger, einer der wenigen, die in dieser Zeit sehr höflich und korrekt mit uns waren, bat mich, dass mein Vater am nächsten Tag bei ihm vorsprechen sollte. Papa kam wie verabredet. Professor Dr. Mildenberger wiederholte dasselbe Ansinnen und Papa sagte ihm, dass er ganz meiner Meinung sei und dass ich das Lied nicht heute, nicht morgen und überhaupt nie singen werde.
Herr Direktor Mildenberger legte Papa nahe, mich in diesem Fall vom Gymnasium wegzunehmen, was auch sofort geschah, mit einem entsprechenden Abschlusszeugnis. Ich war zutiefst traurig und niedergeschlagen, denn damals wusste man noch nicht so genau, was Hitler mit uns vorhatte. Leider sind wir nicht sofort ausgewandert, sondern erst 1939, und Mama und Papa kamen mit der letzten Fahrt auf der Kap Arkona hier an, nachdem ich jeden Tag auf die Emigration ging, um der Sache Nachdruck zu verleihen und ich schon ziemlich gut Spanisch sprach. Wir waren von meinen Eltern, die beide sehr liberal denkend waren, so erzogen, dass wir uns zuerst als Deutsche und dann als Juden fühlten. Vielleicht war das ein Fehler. Ich weiß es nicht. Wir persönlich hatten keine Anfechtungen auszustehen. Nur am 10. November 1938 holten sie, die SA und SS, Papa heraus und haben ihn halbtot geschlagen. Eine Freundin von mir, die auch wie beinahe alle im BDM war, kam uns nachts, so gegen 22 Uhr, noch besuchen, aber nur kurze Zeit. Natürlich hatte sie Angst, was sehr verständlich ist. Argentinien ist eines der schönsten und reichsten Länder dieses Erdballes. Deshalb ist uns allen diese Hyperinflation, welche Präsident Alfonsin herbeigeführt hat, unverständlich. Es gibt nur noch Reiche und Arme. Der Mittelstand, der Träger eines Staates, ist ziemlich verschwunden. Wir haben hier alle schwer gearbeitet und ich gebe noch heute deutschen Unterricht, da meine Pension von hier winzig ist und ich trotz Nachzahlungen auch von Deutschland nur eine kleine Rente beziehe. Der Schwarzwald und die Luft dort sind so herrlich. Ich empfand das wieder mal so richtig, als ich dieses Jahr 10 Tage in Pforzheim war. Ich wäre gerne zurückgewandert, aber leider reichen mir beide Renten nicht. Der Agent Austral ist im Ausland nicht gefragt, bis auf 10 lebenswichtige Artikel. Mehl, Zucker, Eier etc., die der neue Präsident herunterzusetzen zwang, geht die Hyperinflation sprunghaft weiter. Und wie das weitergehen soll, das wissen wir selbst nicht. Unser neuer Präsident ist ein sehr intelligenter Mann, mit den besten Absichten, aber es ist hier besonders schwer, in jeder Hinsicht. Aber nun will ich Sie nicht weiter mit unseren Problemen belästigen, sondern zurück zu Ihrem Brief. Ich begrüße Sie freundlich mit den besten Wünschen für Ihre und Deutschlands Zukunft. Vor allem müsste die neonazistische Partei meiner Ansicht nach verboten werden. Ihre Ruth Pallin.